Sag mal, erzählst du die Geschichte oder ich? Was? Es ist nur, ich sehe keinen Spielleiter-Sichtschutz bei dir. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass man den Rollenspielmeister an seinem Spielleiter-Sichtschutz erkennt. Das ist doch lächerlich. Ich bin der Erzähler. Ich brauche keinen... Na, dann leite du doch die Rollenspielrunde. Ich bin gespannt, wie du das anstellst. So ganz ohne Kampfwerttabellen und Quellenbücher. Was? Das ist doch... Das hab ich mir gedacht. Und jetzt rück mal. Und hey, du kannst doch nicht... Wo war ich? Ach ja, ihr seid im Auftrag des Königs unterwegs, um die Klamm von den Kobolden zu befreien. Man erzählt sich, dass die Kobolde den rosaroten Fluss geschaut haben. Dadurch wurde die wichtigste Gedenkstätte Fort Botigors in einen Stausee verwandelt. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Außer das Tal der unbequemen Erinnerungen. Der geheimnisvolle Ortskundige am Lagerfeuer. Ihr seid müde von der Reise. Aber an Schlaf ist nicht zu denken. Überall könnten Speer der Kobolde lauern. Die Schwarzmagierin Petrulla, der edle Sir Droggelot und der lustige Gaukler Schnippo. Ich will eine andere Rolle haben. Sammeln ihre Kräfte für den Kampf. Die amazonische Barbarenkriegerin Lilligrim. Hm? Das bist du. Nur ach so, Adrian ist der Erzähler. Barbarenkriegerin Lilligrim ist voller Hund. Es ist deine Aktion. Lilligrim, was tust du? Ja, was tue ich? Inventar ist alle. Sprechen mit Sir Droggelot. Hallo Lilligrim, bist du immer noch auf den Beinen? Trollbecher. Du solltest dich ausruhen. Trollbecher spricht. Ich halte Wache und pass auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Jetzt schau mal nicht so grimmig. Dein Tatendrang ehrt dich zwar, das gibt's aber doch der nicht. Geheimnisvolle Wanderer hat recht. In der Ruhe liegt die Kraft. Lilligrim hätte den tapferen Sir Droggelot am liebsten angebrüllt. Sie war sicher nicht den ganzen Weg zur Koboldklamm gereist, um zu schlafen. Doch etwas hielt sie davon ab, die Kontrolle zu verlieren. Wütend wandte sie sich von ihrem Gefährten ab. Ihr Blick fiel auf den stillen Wanderer, der das ganze Gespräch angehört hatte. Hatte sie da ein Schmunzeln unter der Kapuze gesehen? Trockenbecher spricht. Großartig. Tja. Das haben alle verpasst, den ich habe in den Raum gespielt haben. Angriff, Kobolde, Feuerholz, Schlafen. Keine Angst. Die Kobolde werden uns heute Nacht bestimmt nicht mehr angreifen. Sie bewachen ihren Staudamm in der Klamm. Ich frage mich allerdings, was sie vorhaben, den rosaroten Fluss zu stauen und dadurch das Tal der unbequemen Erinnerung zu überfluten. Wozu? Das alles ist sehr rätselhaft. Sehr rätselhaft. Angriff. Ich weiß ja, was du sagen willst. Du bist zum Kämpfen hier. Und nicht zum Rasten, stimmt's? Vielleicht sollten wir doch noch heute Nacht die Ruhe bewahren und unsere Kräfte sammeln. Das wolltest du doch sagen, oder? Ah, der Wanderer hat recht. Überstürztes Handeln hat noch nie einen Vorteil gebracht. Machst du dir Sorgen um das Feuer? Normalerweise würde ich dir recht geben. Die paar Scheite reichen bei weitem nicht aus, um das Feuer die ganze Nacht in Gange zu halten. Außerdem passieren immer die tollsten Sachen, wenn man sich bei der Suche nach Feuerholz in den Wald schlägt. Man findet Schatzkarten, fällt in verwunschene Brunnen oder trifft auf Händler mit magischen Amuletten. Vielleicht sollte ich ein wenig entspannen und es für heute gut sein lassen. Das war es doch, was du sagen wolltest, oder? Der Wanderer hat recht. Es muss ja nicht immer was passieren. Und die Nacht ist ja recht warm. Ich warte nur noch, bis der letzte Scheit ins Feuer muss. Dann gehe ich auch schlafen. Schlafen gehen. Ja.
Bist du etwa auch so müde wie ich? Okay. Okay, hier kommen wir schon mal nicht voran. Dann können wir mit Schnippo reden. Hallo Lillegrim, möchtest du dich von meinen lustigen Späßen erheitern lassen? Dann schau her. Ausgerechnet er ist der Hofnarr. Schon amüsiert? Ja, es sieht nicht nur so aus. Ich jongliere tatsächlich nur mit einer Kugel. Und ich weiß auch, wie lächerlich das wirken muss. Auf meinem Charakterbogen stand, dass ich, der lustige Schnippo, habe die erstaunliche Fähigkeit, mit 55 Kugeln gleichzeitig zu jonglieren. Das will ich sehen. So gerne ich mein Gehirn doch mit der Vorstellung belastet hätte, wie das wohl aussehen würde, der geheimnisvolle Wanderer meinte, ich solle lieber nur mit einer Kugel jonglieren, weil das viel besinnlicher ist. Und solange ich nicht aus Scham oder Langeweile einer spontanen Selbstentzündung erliege, werde ich mich daran halten. Wenn du einen besseren Vorschlag hast. Ich merke schon, der Wanderer, der ist, der tut da so ein bisschen, ja, der schränkt das Ganze irgendwie ein. Und wenn ich mir so, wenn ich das so richtig angucke, also nicht so, so die Schnauze hier von dem angucke, so und so ein bisschen die Hände, habe ich so eine Vermutung. Ich sag's, ich verrat's noch nicht, ich habe aber so eine Vermutung, wer da unter dem Kittel steckt, also wer da unter der Kutte da. Was da, was du. Hast du auch so eine Ahnung, wenn man da, also ich, also. Ich meine. Ich verrat's nicht. Einer Kugel bleiben, keine Kugel, drei Kugeln, 55 Kugeln, keine Kugel. Du meinst, ich sollte es mal ganz ohne Kugel probieren? Bravo, du hast die einzige Möglichkeit gefunden, meine Langeweile noch weiter zu steigern. Andererseits, wenn ich ohne Kugel jongliere, könnte ich mich vielleicht sogar etwas hinlegen. Gegen Schlafen hat hier ja offenbar niemand etwas. Da schläft er schon. Ja, diesen typischen Traumwelt. Wer ist typisch in der Traumwelt? Mach mal einen Wurf auf Charisma, Peter. Muss ich? War ja klar. Nippo ist wohl der hässlichste Narr, den du jemals gesehen hast. Okay, haben wir den jetzt eingeschläfert. Schade. Mach mal einen... Muss ich? War ja klar. Der stille Wanderer. Nippo glaub ich. Ist wohl der hässliche. Ich habe schon so eine Ahnung, wer dahinter steckt. Mit den blauen Händen, mit dem blauen, mit der blauen Schnauze. Der erinnert mich an einer gewissen Figur. Gut, der war jetzt eingeschläfert. Das ist. Ich wollte ihm eigentlich nur 55 Kugeln werfen und sehen lassen. Der Truller saß am Feuer und beobachtete den Hegel. Beschreib dich doch mal kurz selbst. Also, ich bin voll die mächtige Zauberin und hübsch, aber auch voll mächtig. Und ich trage eine Robe mit goldenen Stickmustern. Und das ist auch voll hübsch, weißt du? Unter der Kapuze sehe ich dann voll gothic-mäßig aus, aber hübsch. Danke, Pete. Das reicht. Schreib dich mal selbst. Erschreck mich doch nicht so. Du siehst doch, dass ich den Kessel bewache. Den Kessel. Wenn du dich fragst, was ich hier treibe, ich braue natürlich einen diabolischen Zaubertrank. Naja, in Wirklichkeit ist es ein Beruhigungstee. Ich wollte eigentlich ein paar Kaffeedämonen heraufbeschwören, aber davon kann man so schlecht schlafen. Und wir brauchen ja unsere Kräfte für die Schlacht. Jetzt muss ich den Kessel bewachen, bevor er zu pfeifen anfängt. Der Wanderer hat so empfindliche Ohren. Ach. Ich habe mir auch gerade ein bisschen was zu trinken könnt. Willst du denn gar nicht schlafen?
kann ich gar nicht verstehen. Ich bin nämlich extrem müde. Sag mal, wenn du eh noch aufbleibst, kannst du denn nicht auf den Kessel aufpassen? Sehr gerne. Aha. Oh, prima. Dann kann ich endlich schlafen. Du weißt ja, wir brauchen unsere Kräfte für... Hat man gehört. Ja. Eine kleine Plastikflasche gedrückt. Okay, wir müssen vielleicht müssen wir alle mal einschläfern, damit wir jetzt dem geheimnisvollen NPC reden können. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die im Abenteuer vorkam. Aus welchem Sourcebook stammt die denn? Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lillegrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lillegrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Es ist schon eigentlich... ist schon eigentlich eindeutig, wer der Wanderer ist. Was? Du weißt das schon, Dummander? Es ist mir aber... ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ich wäre mir da nicht so sicher, also... für mich sieht der nicht so sehr vertraut aus, oder? Also... leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das ich weiß ja nicht. Schlafen legen. Und schon schläft er. Und schon freigespielt. Rollenspieler. Freigespielt. So, jetzt können wir doch bestimmt... denk an meine Worte. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Jetzt schlafen doch alle, jetzt können wir doch bestimmt... die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Aus welchem Source... Können wir vielleicht gehen? Einfach... zum Kurtklamm spazieren. Oh. Sieh an, ist das etwa die legendäre Streitmacht Hotmotigo? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köst. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, nein, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Immer nur die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Das meine Kampfhorn. Speer haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Der Wanderer beeinflusst ihn. Tee trinken. Lillegrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Okay. Oh, Verbot haben wir jetzt nicht. Können wir nicht. Gib dir keine Mühe. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Das Kampfhorn wird nicht erschallen. Geh lieber wieder nach Hause, kleines Mädchen. Wir müssen den Wanderer ausschalten. Irgendwie. Sicherheitskasse. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf. Kletter. Ein Sicherheitsventil.
Mein Sicherheitsventil. Wo ist er denn? Das Sicherheitsventil. Du siehst, mach mal einen Wurf. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Ein Sicherheitsventil.